Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch, zu einem neuen Austausch hier am Kanal. Und ich freue mich besonders, dass heute die Vanessa Kramer Zeit gefunden hat, mit der ich mich heute unterhalten werde. Hallo, Vanessa. Hallo Oliver, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ja, liebe Vanessa, wir unterhalten uns ja heute über ein wahrscheinlich immer aktueller werdendes Thema, wenn man sich das so anschaut, wenn man sich so politische Gestalten anschaut, wenn man sich Zeitgeschehnisse anschaut, dann wächst ja das Thema Narzissmus, das wir uns heute dazu vorgenommen haben, stetig. Und man hat das Gefühl, die narzisstischen Störungen werden immer mehr, ne? Wie siehst du denn das? Also wenn ich da jetzt rückblickend schaue, in den letzten Jahren wird das Thema Narzissmus gerade auf Social Media, finde ich, immer präsenter, weil sich auch immer mehr Menschen damit auseinandersetzen. Und ich denke, dass jetzt erst Narzissmus gerade bei uns in Österreich oder auch in Deutschland mehr Aufmerksamkeit erregt und jetzt ein Begriff hier ist, den man eben für so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder auch für toxische Beziehungen verwendet und somit mehr oder wir mehr einen greifbaren Ge Begriff bekommen, indem wir eben auch Muster erkennen können und das Ganze nachschlagen können. Und du bist ja selber auch mit Narzissmus schon in Berührung gekommen, ne? Und ich habe es auch immer wieder natürlich erfahren dürfen durch Klientinnen und auch Klienten bei mir in der Praxis. Ja, vielleicht erzählst du ein bisschen, was du so machst, generell mal und ja, wie du auch auf das Thema gekommen bist. Sehr gerne. Also ich bin Self-Healing-Coach und ich helfe vor allem Frauen dabei, toxische Beziehungen zu erkennen und sich daraus zu lösen und schlussendlich eben auch dann davon zu heilen. Und der Fokus liegt bei mir auf den Themen Selbstliebe, innere Heilung und auch Transformation. Denn um wirklich langfristig gesunde Beziehungen führen zu können, müssen wir natürlich auch auf unsere eigenen Muster schauen und unser eigenes Verhalten hinterfragen. Denn Gefühle, Ängste werden eben auch von Narzissten bei uns ausgelöst und somit werden wir natürlich auch mit unseren eigenen Mustern konfrontiert. Und als ich in einer narzisstischen Beziehung war, habe ich das eben auch selbst alles erleben dürfen. Und es war eben nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Und somit musste ich mich auch mit mir selbst auseinandersetzen, um wirklich einen Weg zu finden, mich selbst zu hinterfragen, warum ich mich überhaupt in diese Beziehung hineinbegeben habe, warum ich hier nicht rauskomme. Und mit ja, der Umkehrung der Fragestellung ist es mir dann schlussendlich auch gelungen, natürlich auch mit Unterstützung, da wieder rauszukommen. Und deswegen ist es auch meine Herzensangelegenheit, anderen Frauen dabei zu helfen und diese dabei zu unterstützen, aus so einer Beziehung herauszukommen. Und es gibt ja Muster, also ich erkenne es ja auch bei mir in der Praxis, es gibt ja gewisse Muster schon, wenn man sich in eine Beziehung begibt mit einer narzisstischen Persönlichkeit, ne? Und das hat ja, denke ich, ganz viel auch mit dem eben dem Eigenwert und der Selbstliebe zu tun, ne? Das sind ja gerade so diese Erhöhungen, die man oft einmal beim Narzissten erkennen kann. Ja, also Muster, die ich und die auch Klientinnen von mir immer erfahren mussten, sind fehlende Empathie. Vor allem diese Personen können sich sehr schwer in Personen hineinfühlen und wenn, dann nur zum eigenen Zweck, um wirklich das gegen den Betroffenen, die Betroffene zu verwenden, um ja selbst einen Nutzen daraus zu ziehen. Und man sieht auch immer wieder, dass diese Personen sich sehr stark nach außen präsentieren und immer versuchen,
viel Aufmerksamkeit auf sich zu regen, im Mittelpunkt zu stehen, sich durch Bewunderung und Lob die fehlende oder den fehlenden Selbstwert zu holen. Denn im Inneren sieht es ja bei den Narzissten und Narzisstinnen ganz anders aus, als sie es nach außen präsentieren. Da ist sehr viel Unsicherheit da, geringer Selbstwert. Diese Personen sind auch sehr kritikunfähig, denn in deren Weltbild sind sie ganz oben am Podest. Und das sieht man auch immer wieder, wenn ich Geschichten von Klientinnen höre, dann frage ich mich manchmal, ob die meine Geschichte erzählen und umgekehrt genauso. Und das sieht man eben in dieser ja, verwirrten Wahrnehmung auch von den Narzissten, die im Außen Dinge sehen, die eigentlich gar nicht so sind, weil sie in ihrer eigenen Fantasiewelt sozusagen leben und sich das selbst alles ja, kreieren. Also, es ist, du hast ja den geringen Selbstwert schon angesprochen, und ich denke, ein gutes Zeichen ist immer, dass so wirkliche Narzissten nie eine Selbstironie, einen eigenen Humor entwickeln können. Also, die können nie wirklich ungezwungen lachen, denke ich, auch in Gesellschaften, so als Zeichen oder über sich selber auch mal lachen. Also, die sind eigentlich immer relativ unentspannt, was das angeht, oder relativ schnell auch dann einmal angegriffen, ne? Also persönlich eben angegriffen. Das ist dann alles immer gleich so persönlich gekränkt. Ja. Und diese Empathielosigkeit, die du da ja ansprichst, das ist ja auch was, was man super im Horoskop sehen kann eigentlich. Das sind immer so Themen, wo Sonne oder Mond, also so das Wesen, also mein Selbstausdruck, oder auch der Mond, mein Gefühl, das sind so diese Planeten, mit Uranus zu tun haben. Und Uranus, und das ist jetzt das Lustige, wir sind jetzt gerade in dieser Wassermannzeit, und da ist ja der Herrscher Uranus. Und das ist ja so dieses Entkoppeln vom eigenen Gefühl auch. Ja? Also man hat so diese nach außen gehenden Ideale, zwar es soll für alle gut sein und alle gleich sein, aber man selbst, das Individuum, ist nicht mehr so gut spürbar. Und das ist auch so dieses Schillernde, was oft so Narzissten haben, nämlich dieses Faszinierende. Das sind so faszinierende oft einmal Persönlichkeiten, so auf den ersten Blick. Ne? Also ich denke, das kannst du ja auch bestätigen. Das sind im Horoskop so diese uranischen Typen, die sind wahnsinnig spannend zuerst einmal, wenn man sie sieht und denkt, war interessant. Also die schillern so ein bisschen. Und dann ja, merkt man aber eben sofort, Moment, da geht jemand nie auf mich ein, oder da ist nie wer wirklich für mich da, oder kann auch nie irgendwie dann nachempfinden, wie es mir eigentlich geht. Ja? Und das ist dann schon ja, schwierig oft, könnte ich mir vorstellen, eben in so Beziehungen dann auch zu sein, natürlich, ja. Ja, definitiv, weil in solchen Beziehungen sieht man das ja anfangs noch gar nicht richtig. Da wird man doch, also man spricht am Anfang von dieser Love-Bombing-Phase, wo man wirklich mit Komplimenten überschüttet wird und Aufmerksamkeit, Zuneigung bekommt. Und in dieser Phase denkt man eben auch, das ist mein Seelenpartner, der denkt genauso wie ich. Und dann wendet sich aber das Blatt, Step by Step. Und auf einmal sieht man wirklich das wahre Gesicht vom Narzissten und wird dann auch mit diesen Dingen konfrontiert, die du eben gerade angesprochen hast, dass es wirklich hauptsächlich um den Narzissten geht und man selbst wenig Platz in dieser Beziehung hat und die Bedürfnisse von einem selbst, die Wünsche nicht gesehen werden, weil es sich hauptsächlich um den Narzissten in der Beziehung dreht. Und wenn man eigene Bedürfnisse anspricht, ist es eben in den meisten Fällen so, dass die irgendwann zurückgeschraubt werden, weil der Narzisst sich in dem Sinne gekränkt fühlt, dass du ihm zu wenig Aufmerksamkeit gibst. Und da fängt eben dann schon das Hirngespinst an, wo man sich als Betroffener, die Gedanken macht, okay, vielleicht habe ich jetzt wirklich zu viel über mich erzählt. Vielleicht habe ich jetzt der Person wirklich zu wenig Aufmerksamkeit gegeben und ich habe mich jetzt da in den Vordergrund gestellt und ich muss mich aber wieder zurücknehmen. Ja. Und es ist ja auch interessant, weil unsere Zeit eben mit diesem, also die Selbstzweifel, die da ausgelöst werden,
Ist natürlich klar, weil man ja immer wieder glaubt dann in einer Beziehung, stimmt dann mit einem selber was nicht, weil man das immer ja wieder so gespiegelt bekommt, weil man, du bist das Problem, ja, also mit mir passt ja alles. Und da wird man natürlich massivst verunsichert. Und ich denke jetzt einfach auch nur gerade, also dass dieses Zeitbild, das wir jetzt gerade haben, ich habe jetzt Wassermannzeit gesagt, aber das ist ja auch die Zeit der Hochtechnologie. Das heißt, wir können uns präsentieren. Du sitzt vor der Kamera, ich sitze vor der Kamera. Wir haben sofort eine gewisse Community, uns hören Leute zu. Wir kriegen da Feedback drauf auf das, was wir da jetzt so produzieren. Hoffentlich Daumen hoch und Likes und abonniert uns gegenseitig bitte. Ja. Also sowohl die Vanessa als auch mich. Aber diese ganze Zeit, diese ganze Gesellschaft und auch von klein auf schon dieser Umgang mit dieser permanenten Hochtechnologie, das fördert doch eigentlich so diese seelische Vereinsamung, die dann auch zu einem Narzissmus führen kann. Oder wie siehst du das? Ja, ich sehe es ähnlich, weil wir natürlich die Mittel haben, uns zu präsentieren. Und gerade in den Zeiten von Social Media, ob es jetzt Instagram, TikTok, YouTube, whatever ist, geht es ja um die Selbstdarstellung. Und es geht ja darum, also jeder, der sagt, er lädt ein Bild hoch und meint, kein Like davon bekommen zu wollen, lügt sich irgendwo selbst ein bisschen an, weil man ja nach dieser Aufmerksamkeit sucht, beziehungsweise Zuspruch bekommen möchte für diese Dinge, die man hochlädt, um die Meinung nochmal zu unterstreichen, die man äußert, unter anderem. Oder wenn ich ein Bild hochlade, dass jemand einen Kommentar hinterlässt, das sieht gut aus, toll gemacht. Das sind ja grundsätzlich die Dinge, nach denen wir streben, wenn wir Social Media nutzen. Natürlich auch zum Austausch. Und ich denke auch, wenn wir diese Plattformen haben, bietet das natürlich noch mehr Plattform für narzisstische Persönlichkeiten, um sich noch mehr in den Vordergrund zu stellen und die Aufmerksamkeit auch von Social Media zu bekommen. Wenn die Aufmerksamkeit im realen Leben zum Beispiel abnimmt. Es ist ja eigentlich eine seelische Armut, kann man ja auch sagen, oder? Eine innere Leere, die der Narzisst eigentlich dann wahrscheinlich unbewusst, weil wenn es dir bewusst ist, bist du schon auf einem Weg zu einer, vielleicht zu einem therapeutischen Ansatz, zu einer Lösung, ne? Dass man sagt, Moment, mir fehlt da was und das kann mir halt die Partnerin, der Partner nicht geben. Dann wird man ja schon bewusst, aber das ist ja eher unbewusst, dass diese Leere, diese Unsicherheit natürlich irgendwie versucht wird, gefüllt zu werden. Ne? Also wir und dann natürlich von den naheliegenden Personen, von den Personen, die da sind. Ne? Also so quasi dieses seelische Loch ein bisschen auch, dass man das gestopft bekommt. Ne? Ja, definitiv. Und dadurch der Narzisst sich wenig mit seinem eigenen Verhalten auseinandersetzt und die Fehler ja nicht bei sich selbst sieht, sondern im Außen sucht, ist es natürlich nochmal eine Einladung, um ja, sich die Aufmerksamkeit so zu holen und so auf das Podest zu steigen. Ich merke es ja bei Sitzungen dann, wenn jemand solche Persönlichkeitsanwandlungen hat, weil jeder ja natürlich mehr oder weniger Narzisstin ist, klar, weil es ja auch dazugehört. Also, dass ich sage, ich habe ein Erfolgsstreben, ich habe einen gewissen Ehrgeiz, einen gewissen Biss, da gehört es ja dazu. Ja, also nicht nur in der krankhaften Form. Aber ich merke halt einfach, dass so Leute ganz schwer abholbar sind auch, weil man ja versucht, okay, die irgendwie so zu erreichen. Also wo ist der Abholpunkt für meine Klientin, meinen Klienten? Ja? Und das findet man dann bei Narzissten ganz, ganz schwer, weil das ist eben auch so ein bisschen dieses erhoben Uranische, was ich vorher gesagt habe, dass die irgendwo sind, ja, wo man es nie greifen kann. Und wenn man versucht, die da zu greifen, das meine ich mit schillernd, dreht sich das wieder um, wie bei einer Fata Morgana, man greift wieder ins Leere und holt die ganz schwer her. Also man kriegt sie nicht zu fassen, weil sie das immer so, ja, so umdreht. Ist das auch was du so aus deiner Erfahrung sagen kannst? Ja, definitiv. Also
Wenn ich an meine Beziehung zurückdenke, war es immer, als wenn ich gegen eine weiße Wand sprechen würde, weil alles, was ich geäußert habe, ist irgendwie wieder, ja, abgeprallt. Da ist nicht wirklich was angekommen. Auch wenn es eine konstruktive Kritik ist, ist es sehr schwer für Narzissten, das nachzuvollziehen, weil es deren Weltbild zerstört. Und in deren Welt ist nur deren Meinung die richtige. Und deswegen finde ich es auch sehr schwierig, eine offene Kommunikation zu führen und zu einem grünen Punkt zu kommen mit einem Narzissten, weil natürlich deine Meinung weniger wert ist als deren Meinung. Und das kann im ersten Moment, kann ein Kompromiss geschlossen werden, aber im nächsten Moment sieht das Ganze wieder anders aus. Und das sehe ich auch als sehr schwer, mit einem Narzissten langfristig in einer Beziehung zu sein. Und es versuchen eben manche durch das Entwerten auch, also quasi sich selber aufzuwerten. Das ist ja auch so ein Muster, dass man die eigene Unsicherheit dadurch kaschiert. Da gibt es ja, ich glaube, die Eleanor Roosevelt hat das gesagt, also manche versuchen dadurch zu wachsen, dass sie dir den Kopf abschneiden. Und so agieren ja dann auch manche Narzissten mit dieser Erniedrigung und diesem immer so ein bisschen unterdrücken und ja, runter. Ja, obschaseln eigentlich so auf gut Deutsch, ja. Stimmt. Ja, vor allem, weil durch die Abwertung von anderen Personen bekommen die ja wieder Energie. Da werten sie sich ja auf. Und das ist eben die Energie, von der die quasi auch leben. Weil wenn der Narzisst einen schlechten Tag hat, duldet er es nicht, dass du einen guten hast. Und somit raubt er dir quasi wieder diese gute Energie, wenn du gerade ein Erfolgserlebnis hattest und der Narzisst hatte heute einen schlechten Tag, möchte er nicht, dass du in einer positiven Energie bist. Und deswegen wertet er dich ab. Deswegen übt er Kritik aus. Deswegen redet er dich schlecht, um wieder auf dem gleichen Level zu sein. Denn wie kommst du dazu, über ihm zu stehen? Ja, und das ist natürlich, wenn es über einen Zeitraum geht, immer schwieriger da auch rauszukommen, ne? Weil man halt einfach dann ja einfach mal auch resigniert oder eben noch mehr in der eigenen Unsicherheit dann drinnen steckt, ne? Weil ich denke mir einfach mal, da gehört schon, also wenn ich einmal halbwegs klar bin und einen positiven Eigenwert habe und eben einen positiven, ich nenne es jetzt trotzdem auch einen positiven Narzissmus, weil wir nicht nur über das Negative reden müssen, weil natürlich, was ist denn mit dem Narziss passiert aus der Sage? Der hat sich so in sein Spiegelbild verliebt, konnte es aber nie erreichen und ist am Ende ertrunken, also von der Mythologie her, ne? Und also in sich selbst ertrunken und ja, und dadurch eigentlich auch ist in eine Leere gefallen, in seinem Trugbild also hat ein Trugbild aufrechterhalten und geht da eben in sein Verderben rein. Und wenn dieses Trugbild von anderen, wenn eine Illusion nicht von anderen aufrechterhalten wird, dann muss man ja immer kränkend reagieren oder auch dann in der schlimmsten Form auch mit Gewalt reagieren, ne? Also je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist. Und ja, Das ist und sehr, sehr schwierig, weil egal welche Aussage man äußert und der Narzisst es eben als persönlichen Angriff sieht, ist das die Reaktion darauf. Entweder, wie du schon erwähnt hast, ein Wutausbruch, eine enorme Diskussion, die aus einer kleinen Mücke entsteht, gefühlt. Und man weiß nie, mit was man rechnen kann, weil der Narzisst sehr unberechenbar ist. Und es kann eine in unseren Augen normale Aussage sein, die aber, wie das Sender-Empfängermodell so schön sagt, es kann anders beim Empfänger ankommen, wie es gemeint ist. Und beim Narzissen ist es eben sehr schwer, ihm zu erklären, wie es denn gemeint ist, weil es bereits ein negativer Angriff war in seinen Augen oder in ihren Augen. Und das ist sehr schwer wieder klarzustellen. Und dann reagiert der Narzisst eben mit gewissen Reaktionen darauf.
ob es ist, ignorieren über Tage oder dich wirklich zu bestrafen mit Liebesentzug. Und das sind eben dann die Dinge, die Schritt für Schritt passieren. Und das zerstört natürlich den oder die Betroffene immer mehr und man hinterfragt sein eigenes Verhalten immer mehr, ob es falsch war, wie ich reagiert habe, ob meine Aussage nicht korrekt war. Und somit entwickelt man eben dann auch im Kopf so eine Stimme. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass du vorab immer dir die Frage stellst, ob der Narzisst das okay findet, ob du das machst oder nicht. Und dann entscheidest du erst, ob du diese Handlung setzt oder nicht. Also du bist im Prinzip gar nicht mehr frei, sondern wie in einer schon einer eigenen Geiselhaft, mehr oder weniger. Ja. Du bist in so einer emotionalen Abhängigkeit und obwohl du weißt, dass dir die Situation nicht gut tut, in der du dich gerade befindest, weil dir ja bewusst ist, dass physische Gewalt oder auch Beschimpfungen, Anschreien nicht normal ist oder dein Körper eben mit Stress drauf reagiert oder du in Tränen ausbrichst, du weißt ja, dass dir das nicht gut tut. Jedoch bist du so gefangen, dass du es nicht rausschaffst. Und Liebe ist für dich dann in dem Fall Unsicherheit und Gefahr. Und das ist das Gewohnte, das du kennst. Und wenn du das nicht mehr hast, ist es ja quasi eine Unsicherheit, obwohl es eine Sicherheit ist, wenn das jetzt logisch war. Ja, ich weiß. Also du meinst eigentlich, ja, Liebe sollte sich ja anders anfühlen, also geborgen und sicher, Genau. und man macht eigentlich das, dieses verschobene Bild der Liebe quasi zur Liebe, oder glaubt, das gehört dann dazu. Ja, Genau. das seh ich sehr oft auch bei mir in Sitzungen, dass Leute immer sagen, ja, ich muss ja wohl in dieser Beziehung bleiben, weil ich muss ja noch was lernen oder das soll mir noch was zeigen, und dann bleiben die Leute einfach viel zu lange in so Beziehungen sitzen, wo es eigentlich nur darum geht, ja, Herrgott nochmal, da geht es ja nur darum, mach mal Schluss und lebe dein Leben. Ja. Da geht es nicht darum zu sagen, ja, was kann ich da noch lernen oder was habe ich noch nicht erkannt. Ja. Und das sitzen da ganz viele viel zu lange aus. Ja. Ich weiß nicht, ob du da auch schon so Erfahrungen gemacht hast, aber bei mir ist das so ganz, kommt das ganz häufig vor. Dieses, ich muss ja noch was lernen aus der Beziehung. Ja. Also was ich mehr sehe, ist, dass man an der Hoffnung festhält, dass sich die Person noch ändern würde. Gar nicht so krass dieses Learning, sondern dass man an dem Bild festhält, das man anfangs von der Person bekommen hat. Und man wünscht sich so sehr, dass die Person diese Version wieder auslebt, obwohl das nicht der Fall sein wird. Und man hält eben wirklich an Dingen fest oder an den schönen Momenten, obwohl die schlechten überwiegen. Das ist das, was ich zum Beispiel auch aus meiner eigenen Erfahrung mitgenommen habe, dass ich die schlechten Dinge, auch physische Gewalt, komplett verdrängt habe und komplett beiseite geschoben habe und mich auf die positiven fokussiert habe. Und das ist eben auch diese Wahrnehmung, die so gestört wird und das eben natürlich vom Narzissten nochmal verstärkt wird oder wo dann nochmal gedroht wird, wenn du mich verlässt, dann fahre ich gegen einen Baum, wenn du mich verlässt, passiert dieses und jenes. Das heißt, du lebst auch in einer gewissen Angst zum Teil und hast Angst, dass sich der Partner zum Beispiel etwas antut, wenn du ihn verlässt. Und fühlst dich eben dafür verantwortlich, weil dir der Narzisst auch das Gefühl gibt, dass du schuld bist. Und das ist dann ein Teufelskreis. Und das ist das, was ich viel erlebe und viel höre, dass das oftmals der Grund ist, warum man eine Beziehung mit einem Narzissten nicht verlassen kann. Also geht es eigentlich darum, kann man auch sagen, ganz klar einem narzisstischen Partner dann, auch wenn man drinnen ist, die Grenzen aufzuweisen und zu Grenzen zu setzen und sagen, da ist eine Linie und die gehört dann nicht, die wird nicht überschritten. Ja? Also so zum Beispiel, wenn du jetzt Gewalt ansprichst, da wo ich sage, okay, erhebe einmal die Hand, dann ist das für mich erledigt. Ja?
oder droh da einmal, dann bin ich weg. Ja, also das, wenn man das ganz klar stellen kann, denke ich dann ja, da gefestigter ist und eben sagen, egal wie nett wer theoretisch ist, weil theoretisch sind alle immer wunderbar und theoretisch passen alle zusammen, nur im echten Leben passen eben nicht alle Leute zusammen und passt man mit dem wenigsten sogar zusammen. Also der Witz, ja, praktisch, also theoretisch, jetzt sage ich ja, kann man mit vielen zusammenpassen, aber wenn man wirklich sagt, okay, das ist eine erfüllende Partnerschaft, das ist eine Partnerschaft, die dann auch womöglich beide sich entwickeln können und weiterbringt und von der Liebe getragen wird. Naja, dann sind es da nicht mehr so viel, ja, zum Glück, sagen. Aber da, wie gesagt, da geht es dann schon klar darum zu sagen, okay, da wird eine Grenze gezogen. Und jetzt ist dann nochmal die Frage, gut, man ist in diesem Strudel drinnen, aber wie hast du dann geschafft, da entweder auszusteigen oder dann auch ja, Grenzen zu ziehen oder sagen, so passt das nicht? Was war deine Erkenntnis? Also meine Erkenntnis war, also es war auch erst nach ein paar Jahren, muss ich dazu sagen, und es hat schon fast ein Jahr gedauert, dass ich, also ich bin zu einem Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, das kann doch nicht alles sein und ist das die Beziehung, die ich wirklich in Zukunft führen möchte? Und ich habe für mich festgestellt, dass ich mir mit diesem Partner keine Familie vorstellen kann. Weil, also bei mir war eigentlich die auslösende Frage, wie würde mein Partner mit unserem Kind umgehen? Würde mein Partner dieses Kind auch ja, handgreiflich angreifen und emotional missbrauchen? Und ich wusste, wenn mein Partner das bei mir macht, würde er es auch bei meinen Kindern machen, höchstwahrscheinlich. Und da wusste ich für mich, das hat keine Zukunft. Und da hat das alles angefangen, dass ich mich aus der Opferrolle rausbegeben habe und nicht immer meinen Ex-Partner dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich in dieser Situation bin und dass er handgreiflich wird, dass er mich manipuliert, dass er mir Dinge verbietet, sondern dass ich mal, ja, das Ganze auf mich gerichtet habe. Warum befinde ich mich gerade in dieser Situation und was hält mich gerade noch an dieser Person? Warum kann ich gerade nicht aussteigen? Und das hat alles bei mir geändert, dass ich wirklich in diese, ja, mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Ich habe wirklich mir selbst die Fragen gestellt, weil ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich keine Menschen verändern kann. Ich kann meinen Ex-Partner nicht verändern, ihn nicht anpassen, nicht formen, so wie ich es gerne hätte. Ich kann nur bei mir etwas ändern und ich kann nur bei mir anfangen. Und dann ist das alles Step by Step gegangen. Also es war dann so, dass ich nach einer Zeit gefühlt habe, ich habe die Zügel jetzt in der Hand. Ich kontrolliere gerade diese Situation und ich lasse mich nicht mehr kontrollieren. Und das war ja schon ein Prozess dann über Monate, bis ich wirklich komplett ausgestiegen bin und auch den Kontakt reduziert habe. Und der Schlüssel von dem Ganzen war für mich der Nullkontakt. Denn solange du noch dem Narzissten die Aufmerksamkeit gibst, dann lässt er dich nicht los. Und du musst ihn wirklich komplett abkarten, wenn es möglich ist. Bei mir war es zum Glück möglich. Wenn du Kinder hast, gemeinsam wohnst, ist es noch mal schwerer, da rauszukommen. Aber das war für mich dann der Schlüsselpunkt, da wirklich komplett mich zu distanzieren. Ja, es ist einfach dieser Nullkontakt, das ist auch was ich immer wieder sage bei Sitzungen. Anders geht's nicht. Man kann nicht Freund bleiben oder sich ab und zu mal treffen oder sonst irgendwas. Also man muss einfach raus und man muss auch von der Energie weg. Und ich denke einfach, das ist ja so ein gemeinsames Spiel. Und ich glaube, wir spielen mit Menschen immer dieselben Spiele. Naja, mit manchen spielen wir, Mensch, ärgere dich nicht, mit anderen spielen wir Schach. Aber wenn wir zusammenkommen, wir spielen immer dieselben Spiele. Da ändert sich im Wesentlichen nichts und egal wie viele Jahre da dazwischen liegen, es wird wieder dieselbe Dynamik sein. Da gibt es ganz wenig Entwicklungsmöglichkeiten, weil man eben wieder in diesem selben Resonanzfeld eigentlich drinnen ist irgendwo.
Und darum hat das dann auch keinen Sinn, weil man kann sonst immer wieder eine Runde im Karussell fahren und immer wieder dasselbe durchleben, aber man kommt auf keinen Punkt. Und schon gar nicht eben, wenn jemand eine narzisstische Störung hat und eben, wie du sagst, so eine weiße Wand, da ändert sich nichts. Ja, da gibt es keine Einsicht und da gibt es keine Veränderung. Ne? Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist vor allem auch eben dieser Blick in die Zukunft, nämlich sich vorzustellen, habe ich eine Zukunft mit diesem Menschen? Und nicht jetzt, wenn das und das so und so wäre, sondern was sind meine Vorstellungen und passen die mit den Bildern, den Vorstellungen des Partners, der Partnerin zusammen? Und da kann man dann auch relativ schnell schon sehen, geht sich da was aus oder nicht? Weil die Zeit wird halt immer exzentrischer und immer schneller. Und ich denke, du wirst das ja auch merken, dass immer wahnsinnig viel los ist, oder? Und so herumgewirbelt wird, recht viel. Ja, Ja. definitiv. Und ich denke, dass es da eben sehr wichtig ist, seine eigenen Werte zu definieren und wirklich mal niederzuschreiben, was brauche ich in einer Partnerschaft, doch was sehne ich mich und finde ich das gerade in meiner aktuellen Partnerschaft. Und da finde ich, dass es eben enorm wichtig ist, auch auf das Gefühl einzugehen, welche Gefühle möchte ich in einer Partnerschaft haben, um wirklich langfristig glücklich zu sein und eine langfristig gesunde Partnerschaft führen zu können. Ja, genau. Also das ist eben genau der Punkt. Also sich nicht von der aktuellen schnelllebigen Zeit da von dem eigenen Wert, von den eigenen Zielen abbringen zu lassen und zu erkennen, dass die eben ganz, ganz wichtig sind, weil wir immer wieder, ich denke, es tun sich so schnell so viele Türen auf jetzt. Das ist einfach auch die Wassermannzeit. Wir haben viele Ideen, wir sind mit sehr vielen Ideen konfrontiert, mit vielen Möglichkeiten konfrontiert. Aber das Wesen ändert sich ja nicht. Also das menschliche Wesen ändert sich nicht. Im Innersten sind wir ja aufgebaut, wie wir aufgebaut sind. Und da gibt es keine Veränderung, auch wenn es im Außen immer schneller wird, wenn die Technologie immer uns mehr unterstützen kann. Und deshalb ist es wichtig, da reinzuschauen und da ganz klar zu sein und stabil zu sein auch. Und dann, wenn jemand in dein Leben tritt, sich auch immer gleich zu fragen, okay, was sind die Perspektiven mit der Person, was ist da interessant und wie weit möchte ich wenn dann auch wirklich an mich ranlassen. Ja. Ja, und wirklich Körper zu werden. Das ist auch eine Sache, die ich für mich gelernt habe. Also nach meiner narzisstischen Beziehung war ich ganz weg von mir. Also ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin. Ich musste wieder von null anfangen, um mich selbst kennenzulernen und meine Werte zu definieren. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um wieder mich in meinem Körper zu spüren. Und meinen Impulsen, meiner Intuition zu folgen und die wieder wahrzunehmen. Und das ist auch etwas, das ich immer wieder bei Klientinnen erwähne, dass es so wichtig ist, bei sich selbst wieder anzukommen und wirklich auf die Signale vom Körper zu hören. Denn wir spüren es ja bereits, ob uns etwas gut tut oder nicht. Und das spüren wir auch in solchen Beziehungen, nur wir ignorieren oftmals diese Impulse, die wir bekommen. Und auch wenn man wieder in das Datingleben reingeht nach so einer toxischen Beziehung, ist es wichtig, auf den Körper zu hören. Denn unser Körper sendet uns bereits die Signale, ob diese Person ernste Intentionen hat oder nicht. Also du gehst da sehr stark so über die Körperwahrnehmung. Also da bist du eine Vertreterin davon sozusagen, wenn ich das so raushöre. Definitiv, ja. Also das Bauchgefühl, das Bekannte. Ja, das bekannte Bauchgefühl. Ja. Ja, und es ist natürlich wichtig und eben, das ist ja das Wesen eines Traumata, auch im Energetischen. Man steht ja außerhalb von sich. Also man kann ja vorstellen, sich so. Ich sage das immer wie so diese Duracell-Häschen, wo die Batterien einfach außerhalb stehen. Ja? Und bis das dann wieder zusammengeht, eben ob das jetzt ein Unfall war, ein Schock, eine traumatische Beziehung, das dauert einfach. Und man kann es natürlich über den Körper spüren, wieder reinspüren. Kann man das gut machen? Kann man diese Erdung gut herstellen? Man kann es natürlich dann auch eben über die reine
jetzt rationelle Ebene machen, dass ich einfach sage, was sind meine Werte, wo gehe ich hin? Eben, du hast das Schreiben erwähnt, also dass ich auch da Struktur reinbringe und auch Struktur in meinen Tag wieder einbringe. Ne? Also dass ich sage, okay, wie ist meine Wohnung beieinander? Ich putze, ich miste aus vielleicht, ich habe einen geregelten Ablauf, auch was weiß ich, Sport, gesunde Ernährung, auf solche Dinge achten. Das kann ja alles helfen, dich dann wieder zu sortieren, ne? Dich reinzusortieren. Ja, auch dass du erwähnt hast, wieder einen geregelten Ablauf, Tagesablauf zu schaffen und wieder auf sich selbst zu achten. Das sehe ich auch als sehr, sehr wertvoll, den Dingen nachzugehen, die man wirklich Ewigkeiten beiseite geschoben hat und sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren. Und das kann sehr schwer sein, es kann sehr hart sein, weil man es eben lange nicht gewohnt ist und oftmals gar nicht mehr weiß, was möchte ich eigentlich, weil dir das komplett genommen wurde. Und das ist in dieser Phase wieder sehr wichtig, zu dich selbst neu zu entdecken. Und was macht dir Spaß? Vielleicht neue Dinge ausprobieren, neue Sportarten zu verreisen. Also das ist das, was ich auch so gern gemacht habe, ist einfach mal alleine wegzufahren, weil du dir mit Also du musst dir mit deinen eigenen Gedanken mal die Zeit nehmen und da wieder ein bisschen sortieren und reinigen. Ja, und da hat mir zum Beispiel auch Yoga, Meditation sehr viel geholfen. Also ich habe das auch, ich war auch in psychologischer Betreuung, habe das aber auch immer in Kombination mit Energiearbeit gemacht, weil das für mich einfach der perfekte Ausgleich war oder die beste Kombination, um auch den Körper mit einzubeziehen. Den Körper, Geist und Seele. Und das war für mich eigentlich die Basis, die ich für mich geschaffen habe, um wirklich vollkommen wieder bei mir anzukommen. Und das ist, denke ich, eine gute Botschaft, dass man auch sagt, okay, man muss es nicht alleine schaffen. Es muss dich auch nicht die beste Freundin rausholen, sondern da gibt es Professionistinnen, Professionisten, die dich da unterstützen in deinem Weg. Und das, denke ich, ist auch wichtig, dass man das immer wieder hervorkehrt, weil das Umfeld selber kann es nur bis zu einem gewissen Grad ertragen, wenn man sagt, naja, fehlt mir so oder es geht mir nicht gut. Dafür sind die nicht da. Ja? Und das belastet jede Beziehung wird belastet, wenn es jemandem nicht gut geht. Keine Frage, nicht nur eine romantische, auch Freundschaften. Und darum ist es gut, sich da wirklich auch immer wieder neutrale Unterstützung zu holen. Also das finde ich immer wichtig, ja? Weil das sonst jede Beziehung auch sehr stark belasten kann. Egal wie gut die ist. Ja? Ja, und weil man einfach einen Blick von außen bekommt und unser Umfeld, Familie, Freunde sind ja schon voreingenommen und die haben wahrscheinlich die Geschichte schon sehen, ja, okay, Zufall ist ein bisschen weniger, aber einfach schon sehr, sehr oft gehört und oftmals fehlt uns dann eine Perspektive von außen und die kann man sich eben durch unterschiedliche Personen, Psychologen, Energetiker, wo auch immer man sich die Hilfe suchen möchte, auch holen und zur Unterstützung. Ja, Ja. genau. Also welche Methoden da dann auch ansprechend sind. Also das Genau. sieht man dann eh. Und ich denke, man kann jetzt schon sagen, so ein bisschen abschließend, also das zusammenfassend, die Zeit wird exzentrischer, wird schneller und wir werden von Blendern umgeben. Wir sehen es in der Politik, wir sehen es auf Social Media, wir sehen überall so dieses schon so narzisstische, es wird auch dieses ein bisschen ellbogenrüppelhafte, rücksichtslose, oft einmal als Tugend jetzt gewertet. Ja. Dass den Schlund nicht voll bekommen können, wird als Tugend gewertet. Es muss immer mehr sein, immer schneller sein, immer weiter sein. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass man wirklich klar bei sich ist, klar über sich selber Buch führt, bei sich bleibt, stabil bleibt und dann auch immer wieder schaut, welche Menschen sind in meinem Umfeld, wo kriege ich eine gute, eine positive Unterstützung vielleicht rein und wo vielleicht, ja, wo ist vielleicht eher anstrengend für mich oder wer macht mich denn unsicher? Ich glaube, die Frage, du verunsicherst mich, ist, denke ich, ein ganz guter Ansatz, oder? Was sagst denn du da, wenn man das immer so.
Sehe ich auch so. Ich finde, es ist immer wichtig, darauf zu achten, wenn ich mich mit einer Person treffe, wie gehe ich nach dem Gespräch, nach diesem Treffen raus? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich positiv und energiegeladen oder fühle ich mich eher erschöpft und müde und unsicher, auch wie du schon erwähnt hast? Und das ist, finde ich, immer sehr, sehr wichtig, da nach dem Gespräch mal zu analysieren für dich selbst. Wie fühle ich mich denn danach? Und möchte ich regelmäßig Zeit mit einer Person verbringen, die mich eher verunsichert, mich vielleicht eher runtermacht, oder mit einer Person, die mich supportet und unterstützt und wirklich an das beste Wohl von mir interessiert ist? Ja, genau. Und ja, wie schaut es denn bei dir aus, Vanessa? Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man womöglich gerade in so einer Beziehung steckt oder sich erholt davon? Wie findet man dich und wo findet man dich? Also man findet mich auf Instagram und auch auf meiner Website selfhealingcoaching.com. Und da kannst du mir ganz einfach eine Kontaktanfrage schicken und wir können da individuell dein Bedürfnis besprechen, wenn du da gerade in einer Beziehung steckst oder auch gerade aus einer Beziehung raus bist. Und ja, also auf Instagram einfach per DM und so findest du mich ganz einfach. Ich verlinke das alles natürlich auch noch in der Beschreibung zum Video, ganz klar. Und ja, gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte von deiner Seite? Von meiner Seite ist, ich möchte dich einfach noch mal daran erinnern, wirklich immer auf dich selbst zu achten, auf dich selbst zu hören und dir das Vertrauen entgegenzubringen, das dir auch dein Körper schon sagt. Denn niemand weiß, wie sich etwas für dich anfühlt und keiner kann dir sagen, wie du dich zu fühlen hast oder wie du dich zu geben hast. Und ich möchte einfach das nochmal mitgeben, dass du wirklich ganz auf dich selbst vertrauen kannst und ja, weißt, was für dich richtig ist und was nicht. Sehr schön. Und auch wenn du dich alleine fühlst, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du Selbstzweifel hast, nimm dich selber bei der Hand. Da möchte ich einfach noch anhaken. Also sei dir selbst deine beste Freundin, dein bester Freund und hör dir selber auch zu. Und jede Leere, jede Traurigkeit vergeht, jedes Gefühl darf vergehen. Wenn sich das permanent wiederholt, okay, gut, dann reden wir vielleicht von der Blockade, dann reden wir von einem Trauma, da braucht man länger. Aber normalerweise fließt das alles und sei da einfach auch für dich da und suche nicht wieder in der anderen Person im Außen die Lösung. Ja? Würde ich da noch ein bisschen zuhängen, wenn das okay ist. Ja, finde ich sehr schön. Gut, ja dann, ja, hat mich sehr gefreut, dass wir uns unterhalten konnten, sowohl ein bisschen aus der energetischen, astrologischen, auch aus der persönlichen Perspektive. Also ich denke, es war ein ganz spannendes Gespräch. Wenn es dir gefallen hat, abonniere Vanessas Kanäle, abonniere meinen Kanal, lass uns Herzchen, Daumen hoch und sonst was da, egal auf welcher Plattform. Und vielleicht, wenn es dich interessiert, können wir uns ja gerne wieder mal unterhalten gemeinsam. Ich sage auf jeden Fall mal Danke und hat mich sehr gefreut, Vanessa. Mich hat es auch sehr gefreut. Danke, dass ich da sein durfte und mit dir auch so ein interessantes Gespräch führen durfte. Und ich hoffe natürlich, dass wir dem einen oder der anderen mit diesem Video ja eine Hilfestellung sind und ja, bei einem ja unterstützen können oder einfach aufklären können über das Thema Narzissmus. Super. Na dann, tschüss und bis nächstes Mal alles Ja, Gute. bis dann. Ciao.